erneut schönen guten Tag aus Klingenthal. Und wir haben ja hier sogar ein Ritus eigentlich, dass wir mit den Spitzentrainern sprechen. Und jetzt ist das möglicherweise bei dem einen oder anderen im Moment ein bisschen geschmeichelt, diese Bezeichnung Spitzentrainer. Aber wir lassen das mal so stehen. Was nicht ist, kann ja noch werden. Irgendwas stimmt doch in diesem ganzen Gefüge nicht, Richard Scharratz. Der Cheftrainer der Deutschen ein Österreicher. Der Cheftrainer der Österreicher, ausnahmsweise auch ein Österreicher. Ne? Der Cheftrainer der Norweger ein Österreicher. Der Cheftrainer der Polen ein Österreicher. Der Cheftrainer der Finnen ein Österreicher. Der Cheftrainer der Tschechen ein Österreicher. Ja, ist er hier Inzucht oder was? Du musst das Mikro nehmen. Ja, Dirk, wenn ich das wüsste, es sieht so aus, dass wir eine gute Trainerausbildung haben. Natürlich waren. Natürlich hängt natürlich auch damit zusammen, dass viele, die ehemalige Springer, angefangen haben, als Trainer zu arbeiten. Und es sieht so aus, dass das österreichische Know-how sehr gefragt ist. Lukas Kruschek, es ist ja schön, dass man da mal aus der Reihe tanzt, ne? Dass man da kein Österreicher ist, oder? Ja, schon, aber mit Österreich viel gearbeitet. So, das ist auch eine Sache, weil ich habe angefangen eigentlich mit Heinz Kutin. In 2003, da zusammen auch mit Steff, er war bei uns auch Trainer bei der Juniorenmannschaft. So, also das ist auch so. Also Andi, du hast dann mit deiner Familie, nee, der braucht's nicht, der ist verkabelt. Okay, du hast dann mit der Familie zusammengearbeitet, ne? Der Papa hat dann gesagt, hey, du wirst Springer und Trainer, oder wie ist das gelaufen? Na, da habe ich eigentlich nie irgendwelche Vorgaben bekommen oder von zu Hause. Ich habe eigentlich das, was mir Spaß gemacht hat, auch machen können. Und ja, die Faszination war dann immer beim Skispringen und ja, das kann jetzt und darf ich jetzt erleben. Jetzt ist das so eine Sache mit der Dauer, wie man arbeitet. Der Alex Stöckel hat einen sensationellen Vertrag bekommen. Ritsch, ich wollte es gar nicht glauben, vor den Olympischen Spielen, verlängert bis zu den nächsten Olympischen Spielen. Das ist ein Vertrauensbeweis, der ziemlich einmalig ist. Wie ist dein Vertrag? Rannehmen. Ah, mein Vertrag. Handschlag. Geht bis zur Olympiade im Prinzip. Und dann müssen wir weitersehen, muss ich vor allem weitersehen, in welche Richtung ich mich weiterentwickeln möchte. Ich fürchte, Lukas, das ist bei dir ähnlich, oder? Ja, genau so. Ich bin mit dem Verband vereinbart bis zur nächsten Saison. Also nach der olympischen Saison ist ein Vertrag Ende. Andi, das ist doch ein bisschen problematisch, weil ein Trainer hat eine Philosophie, der braucht eigentlich auch Zeit. Und von 0 auf 100 geht einfach so schnell nicht. Bei dir scheint es auch so zu sein. Ne? Nach der Saison muss man weitersehen. Genau, ich glaube aber, das ist von Verbandseite her oder auch von der Trainerseite her doch verständlich, dass wenn man neu wohin kommt, dass man da den 10-Jahres-Vertrag kriegt. Man muss ja schauen, ob das harmoniert, ob das passt, ob das einfach in die richtige Richtung geht. Und ja, und ich glaube, da ist jeder von uns eigentlich gleich, dass wenn man die richtigen Schritte setzt und wenn man da weiter vorangeht, dann kann es auch sein, dass man eben da noch weiterarbeitet, so wie der Alex, der Langzeit-Trainer dort von der Nation. Der Alex hat mir auch erzählt, und der Steff auch, wie wichtig das ist. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass man, sag mal, seine Springer auch versteht, sprich, dass man die Landessprache einigermaßen beherrscht. Nun, Lukas ist ein Sprachwunder, bei dem geht alles. Aber wie sieht das bei euch aus? Ja, also bei mir ist hauptsächlich Englisch. Und also die Hauptsprache ist Englisch. Ich kann noch kein Fachgespräch auf Finnisch führen oder so, aber ich verstehe Sachen und man kann sich ein bisschen einbringen schon. Aber jetzt, dass ich große Finnischkenntnisse hätte, von dem würde ich mich distanzieren. Wichtig ist nicht, was der Lehrer sagt, sondern was der Schüler versteht. Ne? Genau, ja. Genau. Nein, aber das funktioniert so weit, dass man doch ein paar Ausdrücke auf Finnisch speziell sind fürs Skispringen. Und wenn man mit ein, zwei Wörtern eben das noch beschreiben kann, dann ist das schon gut. Aber jetzt, ja, hauptsächlich ist Englisch. Molto bene? Si, molto bene. Bene, bene, bene? Bene. Ja. Molto bene. Wie schaut es aus mit Italienisch? Ja.
So, ich kann schon so ein bisschen einfach reden. Dass Spaghetti kann, oder so? Nein, ich weiß nicht, warum. Immer, wenn kommt Italien, das Spaghetti ist eine Frage. Das sind auch viele andere Sachen in Italien. Ja, das ist aber, einfach Gewohnheit. Ja, ja. Aber wir haben, nimm's nicht so tragisch. Wir haben so vereinbart, dass die auf den Schanze bleibt Englisch. So einfach. Ich habe auch einen Athleten, welcher spielt, ich würde sagen, so Deutsch ist eine erste Sprache, so Alex Insam. Wer ist das? So Alex Insam, so gut, okay. Ich würde sagen, der ist Südtiroler, so ein richtiger Südtiroler von Gardena. Aber mit ihm auch auf der Schanze sprechen wir so Englisch, so neben der Schanze Deutsch. So mit den anderen Englisch, ab und zu ein bisschen Italienisch, aber die wollen auch auf der Englischseite bleiben, weil, sagen sie, ist weniger kompliziert. Und ja, wenn sagen, du einfach kannst, du reden mit Athleten, ist auch Lukas, wichtig. Das ist anders. Die sagen sich, da kommt irgendwann ein neuer Trainer und dann müssen wir uns erst umstellen. Das wollen wir nicht. Kann auch so passieren. So, wie schaut es bei dir aus, außer Knödel oder so? Ja, ich bin natürlich schon länger in Tschechien. Ich habe nie richtig Tschechisch gelernt. Es ist der große Vorteil, dass in Tschechien alle Deutsch oder Englisch in der Schule lernen. Ja. Und es ist je nachdem, wenn man mit Roman spricht sehr, sehr gut Deutsch, also da gibt es überhaupt kein Problem. Auch mit den anderen, die sprechen perfekt Englisch. Ist eine heikle Frage, ich weiß, so nach den Lieblingsschülern wird sich ein Trainer kaum äußern wollen. Ich würde sie trotzdem gerne stellen, aber gleich beantworten. Roman Kodelka ist dein Lieblingsschüler. Das hört man immer wieder raus. Ja, was heißt Lieblingsschüler? Wir harmonieren sehr gut. Wir kennen uns natürlich schon sehr lange. Es ist okay. Aber nicht. Ja, ich will nicht weiter bohren. Hast du vielleicht dort eine Antwort? Die Springer hören es ja jetzt nicht. Ja, wir werden sehen, ja. Ja, da hast du immer so einige Gefühle, da kannst du mit einem Athleten wahrscheinlich ein bisschen mehr weit kommen wie mit dem anderen. Aber kannst du da nicht machen oder nicht arbeiten, da arbeitest du mehr mit einem und weniger wie anderen, weil die Athleten fühlen das sofort. Aber so, wir sagen immer auch in Polen, da der Athlete kann so weit kommen, wie weit auch Trainer denken. So, das muss man beim jeder schon denken, das können sie weit kommen. Und das ist eigentlich Ziel. Andi sucht seinen Lieblingsschüler noch im Nachwuchs, hat ihn noch nicht gefunden. Ne? Nein, ich habe sie alle lieb. Ja, ist auch einfach, wenn hast du nicht viele. Ja, das ist ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, dass man eben da eine Balance findet. Und ich muss sagen, gerade der Finne an und für sich ist ja auch also ein bisschen anders wie jetzt. Sagen wir, der Finne ist leidensfähig. Genau, und das sind verschiedene Persönlichkeiten und es macht Spaß, mit jedem von denen zu arbeiten, ob 30 oder mit 16 Jahren. Okay, meine Herren, ich würde ganz gerne von euch wissen wollen, wie das Fazit des Sommer Grand Prix ausschaut. Also so eigentlich so ein bisschen generell. Ich persönlich denke, der Anfang, okay, das Ende auch, was zwischendurch ist, nützt den in Gänsefüßen Kleinen, aber die Großen glänzen durch Abwesenheit. Ist das im Sinne des Erfinders, Rich? Ja, ich würde es, okay, es ist natürlich vor einer olympischen Saison noch krasser, weil einfach die Top-Leute sich vorbereiten wollen auf die Olympiade und da sind so viele Wettkämpfe im Sommer einfach nicht förderlich. Aber es waren heuer trotzdem sehr gut besetzte Wettkämpfe und es war nicht leicht, das haben meine Jungen gesehen, es war nicht leicht, Punkte zu machen diesen Sommer. Also es ist nicht von alleine, es geht nicht von alleine. Also ich glaube, dass die Wertigkeit schon höher ist, eben auch wegen den Quoten, wo es um Quotenplätze geht. Natürlich, speziell vor einer Olympiasaison, ist natürlich der Sommer Grand Prix nicht die Priorität. Okay, dass es immer einen Unterschied geben muss zwischen Winter und Sommer, ist ja auch völlig klar. Aber dennoch, Lukas, du hast einen Vorschlag. Ja, das haben wir schon viel mal gesprochen. Dann machen wir es nochmal. Der Tropfen hüllt den Stein. Ja, warum rechnen wir nicht Sommer Grand Prix zu der Gesamtweltcup? Dann wäre viel anders für die besten Athleten auch. Aber nicht 1:1, natürlich nicht. So mit 20% vielleicht oder so. Ein Teil von dieser und dann wäre er schon eine mehr Wert. Anreiz. Ja, aber ist immer Frage, das, was Hadrice gesagt hat, da sind schon viele Wettkämpfe und
ich werde nicht sagen, dass viele Wettkämpfe ist ein Problem, aber wir schon starten im Mitte Juli und starten bis Oktober. Und wenn du rechnest, du da noch viele Reise und ziemlich lange Reise, das ist fast kein Zeit für die richtige Training. Das ist schon ein bisschen ein Problem. Und so, wenn zum Beispiel wir kämpfen immer über Quota, weil die Quota ist ein wichtiger für Winter. Wir müssen jede Wettkämpfe mitstarten und bei jeder Wettkämpfe Punkte sammeln. Und die Besten haben Zeit für Training, wir starten Wettkämpfe. Und da zum Schluss, das ist immer so ein bisschen Nachteil. Wenn jeder Athlet wird jede Wettkämpfe starten, das ist gleich für alle. Ja. Andi, wie siehst du das? Ja, ich sehe es ähnlich, wobei ich muss sagen, dass wir eben schon ganz normal in die Sommergruppe reingestartet sind, aber dann auch schon auch individuell geplant haben. Also es ist dann nicht der Einzige, der alles durchgefahren ist eigentlich der Antti Aalto, sonst ist eigentlich sind alle immer wieder, haben auch die Möglichkeit gehabt zu trainieren. Die Quote, muss ich sagen, ist natürlich eine Sache, die was sehr wichtig ist und dass man eben, die geht auch um und für den Winter dann, um Reisekosten und die Geschichten, was uns natürlich auch hilft als kleine Mannschaften. Und an dem kämpfen wir halt und arbeiten wir. Aber ich habe es jetzt vielleicht ein bisschen anders angelegt, dass ich nicht jetzt überall jeden hingeschickt habe, sondern eher ein bisschen individueller geplant habe. Ist bei euch dreien Schmalhans der Küchenmeister oder habt ihr 5-Sterne-Köche? Ich meine in der Ausstattung. Du kannst, ist egal, wer anfängt. Ja, Dirk, im Wesentlichen hat sich nicht viel geändert, obwohl wir jetzt mit BWT einen sehr, sehr potenten Sponsor haben. Aber es sind, glaube ich, noch einige Löcher von den letzten Jahren zu stopfen. Und prinzipiell können wir überall hinfahren, wo wir wollen, wo wir trainieren wollen, weil uns da Dukla lieber, also Dukla, der Armeesportclub in Tschechien, sehr, sehr hilft, sehr unter die Arme greift. Aber prinzipiell, wir sind hier zum Beispiel ohne Servicemann. Lukas, Geld müsst ihr aber nicht mitbringen, nein? Ja, aber ohne Geld geht auch nicht. Das ist so eine Sache. Aber bei uns ist schon ein bisschen Schritt. Das haben wir gemacht. Ich denke, nach dem letzten Saison ist viel geändert. Wir haben auch eine gute Unterstützung von unserem Sportdirektor, Sandro Pertile. Er macht alles so viel Skispringen. Herz ist beim Skispringen, sage ich. Und auch... der auch TD ist, ne? Ja, und auch... die Ergebnisse von Winter, im Prinzip auch von den Damen-Skispringen, das hilft alles und ich hoffe, weil haben sie schon angefangen, so endlich die 60-Meter-Schanze in Predazzo zu bauen, weil das ist sehr wichtig für den Nachwuchs, weil sonst haben sie nur die 30-Meter-Schanze und dann einen Sprung auf die 90-Meter-Schanze, das ist für viele unmöglich. Und wegen die ganze Sache, so, wir haben schon vor ein paar Tagen geredet, so, was brauchen wir noch? Und eigentlich so haben wir so voll Unterstützung. Das ist nicht so schlimm, sage ich. Eigentlich ganz gut. So die zur Zeit, zu jetzt, so jede Wünsche haben wir bekommen. So, also wir sind so ruhig vor dem Winter. So. Not macht erfinderisch, bei den Finnen ist das anders. Andi Mitter hat noch einen Kochkurs gemacht und der kocht dann für seine 3 oder 4 Springer selbst hier. Selbstverpflegung sparen sie ein, aber Spaß beiseite, Andi, es ist ein bisschen besser geworden. Ja, es ist ein wenig besser geworden. Natürlich müssen wir haushalten und jeden Euro auch gut schauen, dass wir den investieren, aber im Endeffekt sind wir auch auf der Suche nach einem potenten Sponsor natürlich, also einem Kopfsponsor. Jetzt guckst du mich an, ich bin's nicht. Nein, also warum? Kommst du gerade in Rucker. Nein, auf jeden Fall, ja, wir haben natürlich umstrukturieren müssen, auch ein bisschen von letztes Jahr auf heuer, was bei den Trainern anbelangt und auch von der Gruppenanzahl her. Also wir haben eine größere Gruppe jetzt gemacht. Wir sind auch weniger Trainer jetzt geworden, von letztem Jahr auf dieses Jahr. Ja. Und also es ist schon überall, man muss überall schauen, dass man eben das adaptiert nach einer Saison. Aber grundsätzlich, der Athlet kriegt so weit jetzt nicht so viel mit. Aber ist natürlich nicht das Einfachste für uns, glaube ich. Ja, das wäre wahrscheinlich auch ein Unterschied, wenn siehst du nur auf die Mannschaft und dann, was ist danach? So, weil zum Beispiel in Italien, der größte Unterschied ist, dass bei Mannschaft ist zwar okay, aber da bei den Vereinen, da braucht man viel Investitionen. Letzte Frage, berührt euch eigentlich nicht so sehr wie die Trainer, sagen wir, der Spitzenteams? Also
bei den Polen oder bei den Österreichern, bei den Deutschen, bei den Norwegern mag das ein bisschen anders aussehen. Ich meine, die Pflicht bei oder in der Qualifikation zu starten, wie seht ihr das? Rich, du könntest vielleicht sagen, ach, das ist mir eigentlich wurscht. Ja, ich springe so und so. Ja, ich habe mir darüber eigentlich noch gar keine Gedanken gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Als kleine Nation finde ich es gut, weil da geht es dann oft darum, sich zu qualifizieren. Und wenn die letzten 10, da sind ja auch noch 10 potenzielle Kandidaten, wenn man knapp ist, dass noch jemand dazukommt. Vielleicht. Aber ich glaube, prinzipiell ist es schon gut, weil einfach dann die Qualifikation aufgewertet wird, auch für das Publikum viel attraktiver wird. Ja. Sollte dann, sagen wir mal, der Sieger der Quali auch schon irgendwo nicht nur finanziell ein bisschen entlohnt werden, sondern vielleicht auch mit Punkten oder so? Man kann ja drüber nachdenken. Also ich bin mir sicher, der Lukas ist einer, der sich sehr, sehr viele Gedanken macht. Der hat sich da sicher schon mehr Gedanken gemacht als ich. Der erfindet nämlich das Rad neu. Ja, passt schon, habe ich Gedanken und auch gesprochen mit meinen Kollegen von Polen, weil das ist jetzt, wir sind kurz vor der Zürich, vor dem Komitee, wo werden sie entscheiden, ob das wäre vor Winter oder nicht. Und so, das sind auch unterschiedliche Meinungen, weil von einer Seite, wie Richie sagt, für die kleinen Nationen ist es immer eine Chance, dass jemand von den Top 10 wird nicht qualifizieren und habe ich Chance, bin ich auf dem Limit. Wenn sprichst du mit den guten Athleten, also die werden gerne machen diesen Schritt zurück für die Top 10, weil sonst... Also Kasai ist nicht dafür? Ja, 100%. Sonst, wenn stehen wir als Athleten und haben wir so eine schlechte Wetter beim Qualifikation. Da wenn bist du in der Top 10, okay, packst du alle Sachen zusammen, gehst du ins Hotel schlafen. Ja. Aber für die anderen, das wäre auch Möglichkeit. Das ist so, ich werde sagen, so ist von den Athleten, das ist so 50-50. Aber ich denke, das ist so schon ein interessanter Schritt, weil die Qualifikation-Value ist viel höher jetzt, weil jeder muss 100%ig springen. Weil sonst kann beim so wie haben wir gestern gesehen, das war fast alle sind ähnlich gesprungen und kannst du springen so 3 Meter weiter oder 3 Meter kürzer, bist du weg. Ja. Und noch dazu auch für die Organisation, wenn möchten sie eine Startnummerübergabe machen nach der Qualifikation, wenn hast du nicht die Top-Athleten, das ist auch so nicht so interessant. Polnische Philosoph Lukas Kuczek, ja. Ja, ich habe eine Meinung auch dazu, weil ich muss sagen, also als Top-Athlet, wenn du jetzt wirklich regelmäßig in die Top 5, Top 3 reinspringst, ist der Tag ist noch nicht vorbei mit dem Wettkampfsprung. Es geht ja nachher noch weiter, also Stunden mit Pressekonferenzen, mit allem Drum und Dran und so. Also wenn das jetzt, ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr auch zehrend ist, wenn man dann eben meistens gefahrt auf die Schanzen, macht einen Sprung, zwei Sprünge, hat ein gutes Gefühl und fährt wieder heim. Und es ändert sich vielleicht ein bisschen die Situation, dass er eben vielleicht den ersten Sprung auslassen muss und dann die Quali mitnimmt oder so. Aber ich glaube, ein Top-Athlet hat auch, also ein Top-3-Springer hat andere Sachen auch noch zu tun oder sehr viel zu tun. Also, jein. Jein. Gut, das ist eine klare Meinung, jein. Ich muss sagen, es ist schwierig. Ja. Es wird gerade diskutiert in die Mannschaften und so. Aber also wenn jetzt also wie der Ritchie oder einen Anwärter da, der was ganz vorne reinspringen kann und so, ja, es ist natürlich für die auch mehr Arbeit. So ja, ihr müsst euch warm anziehen. Ritch hat Großes vor im Winter. Ja. Schauen wir mal, ne? Ja. Meine Herren. Schauen wir mal. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Vor allen Dingen auch, was dann die Vertragsgespräche angeht. Ich wünsche den Verantwortlichen, dass sie auch Ergebnislisten lesen können und vergleichen, was war mal und was ist jetzt. Und dass man euch die entsprechende Zeit gibt zum Arbeiten. Okay? Ja, okay, danke euch. Dankeschön. Danke. Bitte gerne dir.